Moin Leute, mein Name ist Johnny aka CityLight und willkommen zu einem neuen Build-Order auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch den wohl effektivsten Weg, den Eulenclan zu spielen. Dieser Build setzt auf eine starke Economy und will anfangen, 802 angreifen. Viel Spaß! Wir starten direkt ins Game und zu Beginn werden wir erstmal drei Noren ausbilden und scouten. Unsere Noren sind extrem wichtig, weil sie Spähen und Wissen generieren können. Wir scouten auch etwas mehr als nur die Gebiete um uns herum, damit wir mehr Gebiete mit Wissen finden können. Wenn wir dann genug Gebiete mit Wissen gefunden haben, wollen wir, dass alle Noren Wissen generieren und die Runensteine in deiner Nähe für die normalen Dorfbewohner aufgehoben werden. Während dem Scouten können wir dann schon mal unser erstes Gebiet einnehmen und dort bauen wir dann ein Haus hin, um die Bevölkerung oben zu halten und anschließend kaufen wir uns von unserem Wissen die erste Fähigkeit. Mit Ironwood wollen wir dann ein Eisengebiet auswählen, was möglichst weit weg von uns ist, um hier schon mal Eisen farmen zu können. Anschließend warten wir, bis wir mehr Wissen generiert haben, um uns die Fähigkeit ertragreicher Boden zu holen und es auf unsere Main-Teil zu setzen. Hier wollen wir dann anschließend unsere komplette Produktion reinklatschen. Unser Plan sieht nämlich so aus, dass wir mit unserem Warchief, Verdandi, so viel Produktion buffen wollen wie möglich. Dafür bauen wir dann auf unserem Main-Teil später noch einen Händler, einen Markt und dank unserer Fähigkeit können wir hier auch eine Farm bauen und Nahrung produzieren. Doch bis dahin müssen wir erstmal noch ein Haus bauen für die Bevölkerung und wenn wir so auf die 5 Eisen zugehen, können wir auch ein Trainingslager bauen und unseren Warchief Verdandi dann holen. Die gibt uns dann pro erworbenes Wissen im Wachstumsbaum einen 5% Produktionsbonus im gleichen Gebiet. Das ist wirklich insane. Es wird deswegen bestimmt noch genervt, aber ist aktuell echt stark. Wenn man beim Rekrutieren schon einen 20% Bonus hat, ist das wirklich vorbildlich. Realistischer sind aber eher so 10 oder 15%. Zu dem Zeitpunkt holen wir uns auch Eradication und ein Silo, um gut über den Winter zu kommen. Vor dem ersten Winter wollen wir dann mit unserem Warchief noch die anliegenden Gebiete clearen, damit wir diese besiedeln können. Beim Militärsweg gehen wir dann auf den Legionspfad, um mit dem Bodyguard in dem Fall einfach noch stärker zu werden. Im Winter wollen wir dann Stein sammeln, also bauen wir eine Steinmine. Dann fangen wir an, auf unserem Hauptgebiet einen Handelsposten und einen Markt zu bauen und Gold zu produzieren. Danach bauen wir eine Schmiede und eine Brauerei. Die Brauerei ist nötig, weil wir sonst Probleme mit der Zufriedenheit haben werden. Während dem ganzen Winter bleibt unser Warchief auf dem Main-Teil, um die Produktion hier zu boosten. Dabei bedenken wir, dass normale Dorfbewohner auch auf dem Main-Teil bleiben, weil deren Produktion auch gesteigert wird. Wenn du mehr Tipps und Tricks wie diese hier von Northgard suchst, verlinke ich dir jetzt oben rechts mal eine Playlist von mir. Wenn wir danach genug Stein haben, werten wir unser Clanhaus auf. Außerdem bauen wir natürlich auch weiter Häuser, damit die Bevölkerung weiter wachsen kann. Ab jetzt werden wir nur noch Upgrades holen und Gebäude aufwerten. Die Werkzeuge werden in folgender Reihenfolge upgraded. Erst der Händler, dann der Bauer und dann der Krieger. Je nachdem wie viel Eisen du hast oder wie es bei dir generell aussieht, kannst du auch den Bauern überspringen. Deine Economy steht jetzt und es fehlt nur noch die Armee. Im zweiten Winter bauen wir also unsere Armeelager, damit wir mindestens eine Armeestärke von 12 bekommen, 14 bzw. eine Armeestärke von 16 sind aber auch realistisch und natürlich auch stärker. Wenn das steht, können wir unsere Arbeiter in Krieger umwandeln und angreifen. Auch wenn das hier ein KI-Spiel ist, wirst du deinen Gegner ordentlich schaden oder sogar vernichten können. I'm in danger.